So, okay, wir haben einen Spawner schon mal weg. So, der da trägt eine Krone. Das heißt, erstmal machen wir uns voll, laufen weiter durch die Gegend. Wir müssen wirklich den Beschwörungsstein zerstören. Ja, weiß ich, dass wir das müssen. So. Oh ja, ich habe einen Bomber erwischt. Sehr schön. Gut. So. Sind ja nicht mehr viele. Beschwörungssteine sind ja nur noch zwei. Und viel zu viele Magier. Obwohl es ist nur noch einer. Genau, der da. Sehr schön, weg ist der. Je mächtiger der Feind, desto härter wird er fallen. Genau. Ja, in dem Level schlagen wir uns definitiv besser als im letzten. Muss vernichtet werden. Gut. Letzter Beschwörungsstein weg. Auch Krone haben wir jedoch keine auf. So, Magier ist weg. Es ist nur noch ein Gegner da. So, letzter Gegner weg. Beeindruckend. Die erste Hürde hast du genommen. Von jetzt an kann es nur schwerer werden. Ja, in der Tat. Also, wir haben sozusagen den Boss des ersten Levels besiegt. Das war nämlich einfach bloß eine Beschwörungsarena. Die war trotzdem ziemlich heftig, aber wir haben es geschafft, ohne einmal zu sterben. Worüber ich sehr froh bin. So. Gold gemacht, weiter geht's. Kapitel abgeschlossen. Zeit 20 Minuten. Ja, okay, die Sachen. Wir haben ein neues freigeschaltet. 10 Objekte zerstört. So. Wir haben jetzt damit eigentlich Level 2 erst freigeschalten. Jetzt will ich mal beim Händler reingucken. Und zwar verkauft uns der Händler erst einmal Ausstattung, die allerdings etwas schwierig zu kriegen ist, wie man sehen kann. Um die Sachen zu kriegen, müsste ich erstmal die Krypten des Königs auf schwierig abschließen, als Valkyre. Die ziemlich grimmig guckt übrigens, was mir gerade erst auffällt. Naja, es können nicht alles Anime-Schönheiten sein. Oder wir können Relikte kaufen. Relikte sind zusätzliche Fähigkeiten, sozusagen. Monster ignorieren, Helden. Also ja, es gibt Radams Stiefel, erhöht die Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit erheblich, lässt dich geisterhaft werden, friert Gegner im Umkreis des Ziels ein. Chaoskristall auf sich zieht und bei Zerstörung explodiert. Autsch. Medaillon des Sturms beschwört einen Wirbelsturm heraus. Also ja, das hier sind die besseren Sachen und das hier sind die ganz guten Sachen. Verwandelt einen zufälligen Feind in einen gebratenen Truthahn. Beschwört zwei Illusionen, die für dich kämpfen. Das ist richtig nice. Aber fürs Erste nehme ich mal den Frostring. Kaufe ich ihn auch. Und ja, jetzt habe ich einen Frostring Rang 1. Den ich dann auch wahrscheinlich ausrüsten kann, oder? Ausrüsten nach E. So. Jetzt kann ich ihn über E benutzen. Im Kampf. Gut. Mit E. Auf Q könnte ich noch ein Artefakt dann ausrüsten. So. Dann stürzen wir uns gleich mal in Level 2 rein. Und ja, hier steht's. Relikte kosten Tränke. Die Legion erwartet dich. Diese Krypta ähnelt einer Kaserne.
In diesen Hallen könnten ganze Armeen der Untoten untergebracht werden. Ja, Miss Obvious. Stand auch gerade eben, dass das die Kaserne der Toten ist. So, erstmal Geld einsammeln. Und das da unten sieht schon mal ungemütlich aus. Krieger, die ihren Herren selbst im Tore noch beschützen. Ihr habt meinen Respekt, doch leider steht in den Weg. Ja, neue Gegner. Skelettbanditen. Also das waren bis jetzt alles immer nur Mumien. Oh, und da können wir was wegspringen. Ein Secret. Ja. Oh, da kommen sogar noch mehr von diesen Skelettbanditen. Dong, dong, dong. So. Hier ist schon mal eine Secret-Kammer, die ich plündern kann. So. Und ein so ein Relikttrank. Also ja, ich kann 5 von den Tränken haben und mit E sie dann das Relikt dadurch aktivieren. Das ist sozusagen Mana. Ja, könnte man es nennen. Muss ich nachher nur dran denken, dass ich das hab. Wow, Skelettbogenschützen. So. So, weg mit denen. Es geht hier die Tür zu und da kommen noch mehr von den Jungs. So. Einfach mal wegschilden. So. Weg mit denen. Und dann kommen wir jetzt gleich in das untere Gebiet. Hä? Jupp. Hier ist die Treppe nach unten nämlich. Hier sieht alles soweit noch ganz normal aus. Und da ist dann der Durchgang. Okay. Die erste Mumie begrüßt uns schon mal. So. Durch die Meute durch. Oh, ein Spawner. Ein Magier, der weg ist. So, weg mit den Zombies. So. Da ist der Spawner schon mal weg. Also ja, die Gegner selber werden nicht wirklich schwieriger. Es werden halt mehr. Und es kommen neue hinzu. So, gehen wir hier rein. Feind entdeckt, Skelettkrieger. Oh. Oh. Vorsichtig sein hier. So. Wow. Weg mit dem Skelettkrieger, weg mit dem Skelettbogenschützen. Also ja, der hier leuchtet jetzt blau. Das heißt, das ist ein anderer Kristall jetzt als der die Zombies, die Mumien spawnt. Das hast du verdient. So. Gut. Sammeln wir hier mal das Zeug erst auf, bevor wir uns den Schlüssel holen. Kommt ein neuer Spawner? Nein. Es kommt nur eine ganze Horde von Gegnern. Ja, kommt. So. So. Gut. Die sind weg. Weg mit dem Bogenschützen. Wow, da müssen wir jetzt wieder aufpassen. Unter anderem, weil da wieder so ein Skelettkrieger ist, der uns gerade getötet hat. Oder war es der Bogenschütze? Wow, wow, vorsichtig sein. Licht um umzingeln lassen. So, da wird schon wieder ein Bogenschütze beschworen. So. Weg mit dem Beschwörungsstein, weg mit dem
Bogenschützen. Und weg mit euch. So, schon wieder nur ein Schlüssel. Aber wir haben zum Glück ein Leben zurückbekommen. Hey, Jungs da drin. Ja, kommt ruhig her. Genau, au. Ich sollte nicht einfach zuhauen, sondern erstmal weggehen, nachdem ich getasht habe. So, Essen, heroischer Hunger habe ich gekriegt. Das heißt, Essen heilt jetzt mehr bei mir. Und den nächsten Weg nach unten. Oh, wieder Mumien. Wow. Und das ist diesmal wieder ein Mumien-Spoiler. Au. Das war der Energieball vom Magier direkt in die Plauze. So. Einmal Frisbee mit dem Schild spielen. So. Weg mit dem Spawner. Oh, au. So, weg mit dem Magier. Okay, ganze Zombie-Horde. Ich probiere mal den Ring aus. So. Au, irgendwas hat mich erwischt. Das Böse wird aus diesem Reich vertrieben. Gut. Zombies Spawner sind weg. Und da hat mich gerade ein Zombie getötet. Obwohl da hinten Essen liegt. Verdammt. Nicht einmal der Tod wird mich von meiner Rache abhalten. Ja, sehr schön. Ich hätte erst das Essen holen sollen und mich dann mit den Zombies beschäftigen. So. Jetzt nämlich. Weg, weg. Jetzt kommt da ganz einzelne Zombies, ich glaub's nicht. So. Der ist auch weg, da hätten wir noch was zu essen. Ein Nekromant. Wie ist er hier hereingekommen? Er verwandelt sich. Das wird gut. In was verwandelt er sich bitte? Eis. Au. Der kann Eis strahlen. Okay. Und er beschwört massenhaft Gegner. Und bewegt sich ziemlich teleportierend. Okay, das war ein Schuss in den Ofen. Ich friere euch mal ein, ein Teil von euch, und werde selber eingefroren und sterbe. Okay, neuer Versuch. Ja, heroischer Hunger. Erstarrungsdauer in 1 verkürzt. Chance Gold zu finden und so weiter. Okay, wieder in die Kaserne. Ist das Level jetzt wieder gleich oder hat es sich geändert? Das macht es ja gerne, sich mal ändern. Und ich hätte nicht damit gerechnet, hier so einen kleinen Boss zu treffen. So, scheint aber immer noch dasselbe Level zu sein bis jetzt. Ja, da sind die Skelettkrieger. So. Gut. So, kommt her. Ja, kommt. Okay, zwei sind noch übrig. Zwei sind weg. Gut, noch eine Trankflasche und das Gold.